Hallo, Dick. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Dick hat sich etwas überlegt. Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Dick sagte, er hatte eine Idee. Dick weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Dick weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Dick hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Dick dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Wenn es mir weiterhilft, könnte ich nach Tops sehen. Wenn ich bei der Suche nach Tops meine verzauberte Kleidung ausprobieren kann, dann mache ich es. Oh, danke. Bitte sagen Sie Dick, was Sie über Dicks alten Freund erfahren. Das muss die Höhle von Tops sein. Ich sollte hineingehen. Reben gefährlich. Pass auf. Confringo! Tops, du hast deine Quote um 3 Fionen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Simmers Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst, wenn ich dich nächste Lieferung abhole, sich am besten blutige verbinde statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fionen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Tops? Tops? Dick schickt mich. Bist du hier drin? Hermine Granger hat ja später dann auch sich für die Hauselfen eingesetzt. 100 Jahre später. Ins Handy. Rechte für Hauselfen oder sowas hat sie gegründet. War ja nix. Komm, trink! Mir zu einfach. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Protego! Confringo! Incendio. Nur Feuerzauber. Wir hatten schon mit einer auf Level 30 zu tun.
Fringo! Wo ist dieser Elf? So, Herausforderung. Incendio. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen, Tops. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Confringo! Mantula. Dann hatten wir schon zu tun, die war aber stärker. Ah, das ist ein AOE-Schaden, Flächenschaden. Zack, zack, zack. Incendio. Protego. Incendio. Treff mich doch, treff mich doch. Heilung. Komm,
Kommt, kommt, kommt! Fiese Unholde. Was ist das? Rebellion. Oh nein. Tops. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Armer Tops. Alleingelassen mit den Spinnen. Geh jetzt zurück. Das war die letzte Quest für heute. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Ja, sonst müssten wir ja den ganzen Weg wieder zurück. Ich bin zurück aus der Höhle, Deke. Wunderbar. Habe ich Deeks gesagt? Ich hab's von Deek gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deek. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein. Das hat Deek befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deek und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deek wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deek ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deek wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Was ist die Sache hinter dir passiert? Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deek. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deek braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist.